Die Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris sowie die Inflationszahlen, das sind die zwei großen Themen, die heute die Märkte bewegen. Und wir haben zunächst mal gesehen, dass die Märkte offenkundig davon ausgehen, dass Harris ihre Chancen verbessert hat nach dieser Diskussion. Das sehen wir an der Reaktion der Märkte, etwa Bitcoin. Wir sehen, dass der Dollar schwächer geworden ist. Der Dollar ist derzeit so konstruiert, kann man sagen, dass er profitieren würde, wenn Trump gewinnt. Übergeordnet oder langfristig gesehen halte ich das für einen ziemlichen Quatsch, weil wahrscheinlich Trump den Dollar ähnlich aushöhlen wird, wie es Kamala Harris tun würde. Sei es drum, jedenfalls sehen wir, dass die Wall Street sich eher wohl einen Sieg von Donald Trump wünschen würde, weil eben Harris mit diesen Kapitalertragsteuern doch ganz schön reinhaut und die Wall Street nicht gerade erfreut. Das ist das eine. Jetzt aber rückt der Fokus eben zu den Inflationsdaten heute 14:30 Uhr. Wir wollen unser Setup mal anschauen. Wie stehen die Dinge? Hier sehen wir das vielleicht beim größten Prediction Market der Welt. Da sehen wir, dass Trump in Führung lag mit 53-45 nach der Debatte. Ist es 49-49, also ein völlig offenes Rennen, aber Trump hat die Chance nicht genutzt oder nicht nutzen können, hier seinen Vorsprung weiter auszubauen. Hier sehen wir mal, wie das Ganze zunehmend so ein bisschen in Richtung Harris abgedriftet ist. Letztendlich hat keiner wirklich die entscheidenden Fragen beantwortet, die eigentlich auch hier auf dem Tisch liegen, nämlich wie soll diese gigantische Verschuldung weiter gehandhabt werden? Beide wollen ja noch mehr Geld ausgeben, das Defizit noch weiter vergrößern, und beide haben nicht so richtig die Frage beantwortet, wie sie die Leute wirklich voranbringen wollen, ökonomisch, also wie sie das letztendlich gestalten, was für die Leute entscheidend ist, für ihre Lebensumstände, Jobs und so weiter und so fort. Jedenfalls das Trump-Lager auch nicht so richtig glücklich. Trump selber hat getwittert, also das war meine beste Diskussion. Naja, es ist wie es ist. Vor allem hat Kamala Harris es geschafft, mit ein bisschen freundlicher Hilfe der Moderatoren hat man das Gefühl, eben die Dinge hier so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Fragen nicht wirklich zu beantworten. Sie kriegt eine Frage und redet dann letztendlich was etwas anderes, zum Beispiel Grenzschutz, das ist ja ihre offene Flanke sozusagen, da hat sie dann ganz andere Dinge plötzlich erzählt. Also sie hat dann, wenn es so war, dass eben es konkret hätte werden können, dann hat sie letztendlich meistens eine Antwort verweigert. Sie hat dann zum Beispiel gesagt, dass Donald Trump letztendlich chinesische Interessen hier vertreten hätte, dass er Xi Jinping öffentlich gelobt hat, dass er also die Amerikaner nicht geschützt habe vor den chinesischen Interessen. Naja, gut, das kann man vielleicht auch anders sehen. Jedenfalls war ja Trump ziemlich hart in Richtung China und die Biden-Administration hat das dann fortgeführt. Aber den Fehler, den Trump gemacht hat, er hat so ein paar Köder, die Harris ihm hingeschmissen hat, aufgehoben. Und das ist eben typisch Trump. Dann kommt Harris und sagt, ja, deswegen viele verlassen ja deine Wahlkampfveranstaltungen vorzeitig, und dann ergießt er sich erstmal in Ausführung, dass das ja überhaupt nicht stimmen würde, weil er eben so egoman ist, dass er das nicht auf sich sitzen lassen kann, statt eben zu sagen, nee, ist doch Quatsch. Und dann lässt er wertvolle Zeit verstreichen in dem Thema, bei dem ihm die Amerikaner am allermeisten zutrauen, nämlich Migration. Also er nutzt seine Stärken zu wenig in dieser Debatte oder das, was sozusagen als seine Stärke gesehen wird, und er lässt sich dann auf Felder führen, wo er nicht wirklich gewinnen kann. Dazu kommt, dass im Nachhinein dann noch Taylor Swift Kamala Harris jetzt offen unterstützt, war auch tendenziell zu erwarten, aber dass das jetzt passiert, ist doch mal eine Nachricht. Wer weiß, wie sich die Minderjährigen, die ja meistens minderjährig noch sind, oder die, die schon 18 sind, wie die sich entscheiden werden. Es ist die Frage, welchen Einfluss das hat. Insgesamt kann man sagen, Harris hat besser abgeschnitten als vom Wettmarkt erwartet, aber es ist unwahrscheinlich, dass es als definitiver Sieg für sie angesehen wird. Alles also offen. Die Harris-Kampagne will eine zweite Debatte haben. Insgesamt sehen wir, dass das Ganze natürlich von ABC so ein bisschen in eine Richtung gelenkt wurde. Abtreibung, das ist ein Punkt bei Harris, Climate Change.
hier Januar, der 6. Januar, die Sturm aufs Kapitol und so weiter. Wenig über Inflation, wenig über Grenzschutz und so weiter. Drogenmissbrauch in den USA. Vor allem auch auffällig, dass man natürlich überhaupt nicht über diese Dinge gesprochen hat, wie steigende Arbeitslosigkeit, steigende Verschuldung. Gleichzeitig hat man Fact-Checks gemacht, nur bei Trump-Aussagen, nicht bei Harris-Aussagen. Also da war schon ein gewisser Bias erkennbar, denke ich. Wir sehen hier die Reaktion etwa von dem Bitcoin, das ja sehr profitieren würde, oder der Bitcoin, wenn Trump gewinnen würde, weil er das ja pushen will. Wir sehen auch bei Trump Media and Technology Group, sehen wir, dass es bergab gegangen ist. Also man hat hier, der Markt hat gesagt, naja, das war zumindest kein Sieg für Donald Trump, der übrigens in seinem finalen Statement nochmal gesagt hat, Deutschland als abschreckendes Beispiel für den Niedergang eines Landes durch eine falsche Energiepolitik vor allem. Da sehen wir also, wie die Welt auf uns schaut. Wenn wir es schaffen, so hat ja der gute Roberto Habeck gesagt, dann wissen alle, sie können es auch schaffen, nun wissen alle, dass wir es nicht schaffen. Deswegen lachen sie alle über uns, wir versuchen es aber trotzdem weiter, nicht wahr, solange die Koalition noch bestehen tut. Aber weiter im Text, meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, das, was hier für die Wall Street jetzt entscheidend ist. Man will Harris nicht zwingend, eben aufgrund ihrer Vorstellung in Sachen Capital Gains, in Sachen ihrer Unrealized Capital Gains, also diese ganze Besteuerungsgeschichte, Unternehmenssteuern nach oben, all das ist jetzt nicht unbedingt das, was der Wall Street wirklich passen würde. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Wall Street positiv reagiert, wenn die Chancen von Trump steigen und negativ, wenn die Chancen von Trump fallen. Dementsprechend haben wir heute erstmal im asiatischen, respektive ganz späten amerikanischen Handel gesehen oder Übernachthandel, schwächerer Dollar, schwächere US-Futures. Das hat sich dann zu Beginn des europäischen Handels oder heute früh dann ein bisschen gedreht, vielleicht in Erwartung der Inflationsdaten. Und da ist jetzt eben die Frage, wird die Fed einen großen Schritt machen, ja oder nein? In der Summe haben wir hier eine Inflationserwartung von 2,5% nur noch. Zum Vormonat soll das um 0,2% gestiegen sein. Kernrate allerdings höher, 0,2 und 3,2. Also in der Kernrate ohne Energie und Nahrung ist die ganze Geschichte höher. Hier sehen wir mal die Prognosen der Banken. Da sehen wir Headline CPI, könnte sogar auch 0,1 reinkommen. Wäre jetzt nicht zu überraschend. Median ist 0,17. Dann die 2,5er, was die Headline CPI betrifft, Core 0,2 und 3,2. Die Abweichungen sind relativ gering. Hier mal das, was eine Investmentbank hier für institutionelle Kunden bereitstellt, wo man sagt, naja, also Energie wird natürlich hier die Inflation nach gemindert haben, gar keine Frage. Wenn diese 2,5 oder 2,6 erreicht würde, so wie erwartet, wäre es der niedrigste Wert seit März 2021. Dann werden hier so verschiedene Geschichten diskutiert, wie Shelter, also diese ganze Unterkunft-Miete-Geschichte. Und die Frage ist ja, wie reagieren die Märkte drauf? Und wenn die Inflation zu niedrig ausfallen würde, wäre das vielleicht auch wiederum ein Schock. Wir hatten ja kürzlich mal diese, oder in der vorletzten Zahl, diese minus 0,1%. Seitdem oder an diesem Tag haben die Aktienmärkte gar nicht positiv reagiert, Anfang schon, aber dann nach unten gekommen. Seitdem sind vor allem die anderen Aktien, die vorher nicht gut gelaufen waren, besser gelaufen in Erwartung eben von Zinssenkungen. Da jetzt klar ist, dass die Zinssenkung kommt, nur die Frage jetzt 0,5 oder 0,25, man rechnet dann für November und Dezember nochmal Market-Konsensmäßig mit 0,5 jeweils. Also wo jetzt klar ist, dass die Zinsen sinken, wäre vielleicht sogar eine zu niedrige Zahl negative für die Märkte. Es wird ein Tiebreaker, so titelt hier jemand, also einen praktischen Tiebreak wie im Tennis, steht 6-6. Und dann spielst du eben diesen Tiebreak. Hier sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit derzeit zu 2/3 um und bei, zu 67% auf der Seite 0,25 ist. Die Frage ist, wer kommuniziert das denn dann an die Märkte? Und da kann nur einer in Frage kommen, weil die Fed in der Blackout Period ist. Das ist Nick Timiraos, der Fed-Flüsterer vom Wall Street Journal. Die Bondmärkte fürchten sogar,
dass die Inflation unter das Ziel der Fed fallen könnte demnächst. Das ist zumindest das, was die Anleihemärkte einpreisen. Wir hatten ja gestern wieder weiter fallende Renditen. Wir hatten einen weiter fallenden Ölpreis. Wir sehen, dass die Sorgen vielleicht nicht ganz unbegründet sind. Wir haben jetzt so viele Insolvenzen wie schon lange nicht mehr. 452 im bisherigen Jahr und 63 alleine. Das ist im August. Das ist der größte Wert gewesen seit Corona. Also wir sehen, da passiert schon was. Die Zinsen fressen sich durchs System und sie fressen sich auch praktisch durch in die Portemonnaies der Konsumenten. Hier sehen wir My Ally Financial. Das ist ein Unternehmen, das vorwiegend im Autokreditsektor tätig ist. Die sind richtig abgestürzt, weil man eben gesagt hat, ja, die Delinquency Rate steigt, die Kunden leiden unter Inflation, die sind richtig unter Druck. Das hat dann andere Finanzaktien, also die im ähnlichen Segment unterwegs sind wie Capital One, Discover Financial, auch noch mit nach unten gebracht. Und wir sehen hier bei diesen Auto-Loans, da steigen die Delinquency Rates in so vielen Bereichen. Da gibt es ja vier verschiedene Kategorien, Subprime-Auto-Loans und so weiter und so fort. Wir sehen, das geht sehr, sehr stark nach oben alles. Und das ist schon eine ziemlich rote Flagge, ein Warnzeichen für die US-Wirtschaft. Und wir haben auch gesehen gestern einen ziemlichen Absturz, nicht nur bei Goldman Sachs, sondern vor allem bei JP Morgan, nachdem man gesagt hat, ja, die Analysten seien zu optimistisch. JP Morgan ist ja eine Aktie, die extrem stark gestiegen sind. Jetzt warnen also die Banken, hups, da ist irgendwie ein Problemchen. Wir sehen auch, dass Regionalbanken unter Druck gekommen sind. Hier sehen wir JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs auf der Verliererseite. Wir sehen insgesamt zwar gestern Gewinne bei einigen Tech-Unternehmen, aber insgesamt schon wieder so ein bisschen ein Swift ins Defensive, also wieder in Richtung Utilities. Und hier schauen wir uns mal die verschiedenen Sektoren an. Da sehen wir hier mittig oben die Finanzwerte, sind super gelaufen. Jetzt also die Warnung der Banken. Wir sehen rechts daneben Technology eigentlich mit der schwächere Sektor, Consumer Discretionary schwach, Industrials nicht so richtig gut, in Energy ganz, ganz schwach. Was stark ist, das sind eben Consumer Staples oder stärker Healthcare, solche Sektoren, die also defensiv sind, vor allem Utilities, also Versorger, das sind die Gewinner bisher. Die Frage ist, wie dreht sich das um, wie werden die Märkte darauf reagieren? Schauen Sie mal rein, 14:30 Uhr, wir bringen da die Daten bei Finanzmarktwelt. Noch zwei Empfehlungen, Trump gegen Harris, Debatte über Wirtschaft. Mal ein Faktencheck, so ein bisschen im Harris-freundlichen Style, habe ich den Eindruck. Wir haben das mal von Bloomberg genommen. Erste Empfehlung, schauen Sie sich das mal an, finde ich ganz interessant. Und die zweite Empfehlung, was ist denn mit dem DAX jetzt eigentlich? Der ist eigentlich im Abwärtstrend, oder nicht eigentlich, gestern ja BMW nach dieser Volkswagen-Geschichte. Man hat das Gefühl, dass langsam klar wird, ups, wir haben ein Problem hierzulande, wir müssen vielleicht was anders machen. Also diese beiden Artikelempfehlungen und 14:30 Uhr reinschauen. Servus, ciao.